Hey, in diesem Grundlagenvideo zeige ich dir, was es mit der ISO auf sich hat. Die erste Frage, die sich euch natürlich dabei stellt, ist, was ist ISO und wozu ist es überhaupt da? Also über den ISO-Wert steuert ihr die Empfindlichkeit eures Kamerasensors gegenüber Lichteinfall. Dabei gilt, je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist eure Kamera für Licht. Also desto heller ist euer Bild nachher. Als nächstes erkläre ich dir, was dabei im Inneren deiner Kamera passiert. Zuerst fällt Licht durch dein Objektiv auf den Kamerasensor. Dieser Kamerasensor verwandelt nun das einfallende Licht in eine Spannung. Die Spannung wird nun je nach eingestellter ISO in eurer Kamera verstärkt. Beispielsweise geschieht dies bei ISO 200 doppelt so stark wie bei ISO 100. Wenn du das Ganze noch nicht so verstanden hast, hier noch ein Beispiel aus einem anderen System. Stell dir deine Stereoanlage zu Hause vor. Diese hat einen Lautstärkeregler. Du hast nun die Musik auf einen gewissen Lautstärkewert eingestellt und erhöhst nun die Lautstärke. Was passiert? Die Musik wird lauter wiedergegeben. Dasselbe passiert mit deinem Bild in der Kamera. Erhöhst du den ISO-Wert, wird dein Bild heller. An dieser Stelle mache ich einfach nochmal eine Analogie zu analogen Kameras. Bei digitalen Kameras kann man den ISO-Wert an der Kamera verstellen. Dies war bei analogen Kameras nicht der Fall. Wollte man dort eine andere Empfindlichkeit des Films erreichen, musste man einen anderen Film mit einer anderen Empfindlichkeit einlegen. Die nächste Frage, die sich dir wahrscheinlich stellt, ist, welchen ISO-Wert solltest du verwenden? Nun, das Ganze ist situations- und kameraabhängig. Je nachdem, ob ihr tagsüber, nachts oder in beleuchteten Innenräumen fotografieren wollt, benötigt ihr natürlich unterschiedlich starke ISOs. Je mehr Licht ihr dabei zur Verfügung habt, desto geringer könnt ihr die ISO wählen. Die Kameraabhängigkeit des ISO-Werts hängt vor allem von dem Bildsensor ab, der in deiner Kamera verbaut ist. So können bei gleicher Blende und gleicher Verschlusszeit kleinere Sensoren viel weniger Licht einfangen als große Sensoren. Deshalb musst du dann mit der ISO bei kleineren Sensoren viel höher gehen als bei großen Sensoren. Das führt natürlich auch zu mehr Bildrauschen. Wie du sehen kannst, kann man die ISO eines Vollformatsensors viel höher einstellen bei gleichem Bildrauschen. Grundsätzlich sollte der ISO-Wert möglichst gering gehalten werden, da je höher der ISO-Wert ist, desto mehr Bildrauschen hat dein Bild am Ende, was sehr störend sein kann oder dein Bild unbrauchbar machen kann. Hier zeige ich dir nun noch einmal ein paar Bilder mit unterschiedlichen ISO-Werten. Zum einen solltest du den ISO-Wert immer möglichst gering wählen, um Bildrauschen vorzubeugen. Zum anderen musst du den ISO aber auch immer hoch genug wählen, um Bewegungsunschärfe bei bewegten Objekten zu vermeiden. Außerdem bewegt ihr auch immer ein bisschen die Kamera. Auch da muss die Verschlusszeit schnell genug sein, dass euer Bild nicht verwackelt. Zum Thema Verschlusszeit folgt in Kürze ein Video auf meinem Kanal. Die nächste Frage, die sich dir bestimmt stellt, ob Auto-ISO sinnvoll ist. Ich finde, das Ganze ist situations- und Kameramodus abhängig. Ich benutze Auto-ISO zum Beispiel im Modus AV und TV, also den Halbautomatiken an meiner Canon DSLR. Bei anderen Herstellern kann dieser Modus auch A und S heißen. Verwendest du im manuellen Modus Auto-ISO, kannst du das Bild nicht über- oder unterbelichten. Es sei denn, du gibst der Kamera dann einen festen ISO-Wert vor, um anschließend wieder zurück nach Auto-ISO zu wechseln, was ich als sehr umständlich empfinde. Veränderst du Blende oder Verschlusszeit bei Auto-ISO im manuellen Modus, dann gleicht die Kamera den ISO-Wert immer so an, dass sie aus Kamerasicht immer ein perfekt belichtetes Bild erhaltet. Dies kann natürlich gewünscht sein oder auch eben nicht. Ich empfinde das als sehr umständlich, dann jedes Mal einen festen ISO-Wert wieder vorzugeben, um dann halt wieder rückgängig zu machen. Des Weiteren sollten die ISO-Begrenzungen frei verstellbar sein. Wählt die Kamera zum Beispiel bei Nacht oder in einer Dunkelheit einen relativ hohen ISO, rauscht das Bild meistens so stark, dass du es einfach echt nur noch in den Papierkorb werfen kannst. Um das zu umgehen, solltest du halt den ISO-Wert möglichst auf einen für dich vernünftigen Wert einstellen können. Bei mir haben sich folgende ISO-Stufen recht bewährt. Bei Micro Four Thirds Kameras ungefähr bis ISO 1600, bei APS-C-Kameras ungefähr bis ISO 3200 und bei Vollformat-Kameras bis ISO 12800. Das Ganze ist natürlich auch immer ein bisschen kameramodellabhängig. Kameras mit derselben Sensorgröße, aber von einem unterschiedlichen Hersteller haben zum Beispiel teils ein etwas anderes Rauschverhalten. Außerdem rauschen natürlich ältere Kameramodelle meistens stärker als neuere Modelle. Des Weiteren ist das Ganze natürlich auch noch ein bisschen anwendungsbezogen. Willst du nur Fotoabzüge in 10x15 cm machen, kann das Bild wahrscheinlich mehr rauschen, als wenn du jetzt Poster mit der Größe von 1,5 x 1 Meter anfertigst. Dort wird man das Rauschen viel eher sehen. Am Beispiel meiner Canon 6D zeige ich dir nun einmal, wie man einen Auto-ISO-Bereich festlegen kann. Außerdem bietet die Canon 6D eine Möglichkeit, eine minimale Verschlusszeit einzustellen, was ich als sehr sinnvoll erachte.
Dies ist vor allem hilfreich im Bereich Zeitautomatik und Programmautomatik, da wenn ihr eine automatische ISO-Einstellung wählt, auch die Verschlusszeit mindestens so kurz ist. Dies ist vor allem hilfreich, um Bewegungsunschärfen zu vermeiden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Wenn ja, lass doch einen Daumen nach oben da. Wenn du irgendwelche Anmerkungen zu diesem Video hast oder Ideen für zukünftige Videos von mir, dann lass mich einfach wissen. Schreib es einfach unten in die Kommentare. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, dass du keines von den nächsten Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!